Berlin am kleinen Wannsee. Eine Idylle inmitten der Großstadt. Hier hat sich 1811 der Dichter Heinrich von Kleist gemeinsam mit Henriette Vogel das Leben genommen. Wer war dieser Kleist? Heinrich von Kleist war ein Selbstmörder, ein Autor, ein Schriftsteller, ein Genie, einer, der zwischen Genialität und Wahnsinn Trieb schwankte, es ist ja doch eng beieinander, ein Ruheloser, der nie zu sich selbst fand, nie sich integrieren konnte, sich nach Geborgenheit, nach Sehnsucht sehnte, diese nie fand. Und er ist gescheitert, natürlich an den Verhältnissen, aber auch vor allem an sich selbst, an seiner inneren Zerrissenheit und seiner Ruhelosigkeit. Und daraus sind natürlich auch seine Meistergeschichten, seine Meistererzählungen entstanden. Wie ist es zur Oper Kleist gekommen? Ein Auftrag des Theaters der Stadt Brandenburg an der Havel hat den Stein ins Rollen gebracht. Ich hatte schon lange die Idee, dass es an der Zeit wäre, in die Gegenwart zu gehen, möglichst natürlich einen Opernauftrag vergeben zu können. Das ist aber bei einem Haus, was so aufgestellt ist wie wir, eigentlich eine Utopie, eigentlich nicht erreichbar. Es kam mir zugute, dass wir in dem eben genannten Theaterverbund einen Partner haben, einen wunderbaren Partner, das Kleist-Forum, Kleist-Theater in der Kleist-Stadt Frankfurt an der Oder. Und dieses Haus sich beworben hat für 2007 für ein Theaterfestival des Deutschen Bühnenvereins. Schwerpunktthema Kleist. Letztlich nach vielem Hin und Her haben wir gewagt an einen Berliner Komponisten, Anfang 50, sehr erfahren, an den heranzutreten. Ich kenne Christian Kneisel, den Intendanten des Brandenburger Theaters, schon seit vielen, vielen Jahren. Also es war irgendwie lose im Gespräch, dass ich vielleicht mal ein Orchesterstück schreibe für die Brandenburger Symphoniker. Und das war aber relativ vage irgendwie. Dann fragte er ab und zu, skizzierst du schon? Und ich, ja, schon, ich denke drüber nach und so. Und eines Tages fragte er mich, hast du Lust, eine Oper zu schreiben? Und dann habe ich gesagt, ich dachte, ich soll ein Orchesterstück schreiben. Und dann sagt er, also entweder oder. Und dann habe ich in aller Naivität erstmal sogar überlegt, ob ich nicht doch lieber ein Orchesterstück als eine Oper schreiben soll.
Und dann ist mir aber klar geworden, was das tatsächlich für eine Chance ist und habe mich dann für die Oper entschieden. Der Komponist steht jetzt vor derselben Schwierigkeit wie so viele andere Opernkomponisten vor ihm. Er weiß, dass er selbst weder die Handlung der Oper entwerfen noch den Text für die Sänger schreiben kann. An dieser Stelle kommt die Schriftstellerin Tanja Langer ins Spiel. Mir war es ganz wichtig, dass wir Kleist auf die Bühne stellen, weil der einfach so umwerfend toll ist als Figur. Was soll man da anderes erfinden? Ich wollte auf gar keinen Fall ein Stück oder eine Novelle dramatisieren, sondern eine eigene Geschichte erzählen. Und ich habe dann vorgeschlagen, Kleist so zu erzählen, dass auch jemand, der noch nie von Kleist gehört hat, sich mit ihm als Figur identifizieren kann und mit ihm was erlebt an diesem Abend und mit ihm so Stationen durchläuft. Meine Schwester, wenn du mich nicht mehr liebst, dann will ich nicht mehr. Ich hatte eine Grundidee und fand das eigentlich auch schön und reizvoll, dem Komponisten nicht einfach so ein fertiges Ding hinzuknallen, sondern auch zu gucken, was entstehen bei ihm für, was für Funken schlägt das bei ihm, was kommt in Gang, was fasziniert ihn auch, ja, was sind vielleicht Dinge, die er gerne mal einbringen möchte in die Komposition. Nein, so geht das nicht. Das kann mit dem Bierdeckel anfangen, also wo ich irgendwie drei Noten draufschreibe oder irgendwas, ein Blatt Papier. In der Regel schreibe ich, also bei jetzt im Falle der Oper habe ich so gemacht, wenn ich Text von Tanja hatte und mir irgendwie beim ersten Lesen spontan was eingefallen ist, habe ich einfach neben dem Text kurze Notiz gemacht. Irgendwie, weiß ich was, der Akkord oder fünf Notenlinien oder ein Motiv oder eine rhythmische Struktur, wie ich den Text rhythmisieren könnte oder ein Gestus oder was auch immer. Nach 2 Jahren künstlerischer Arbeit an der Musik und am Text liegt das Stück vor. Die Vorbereitung der Uraufführung beginnt mit einer reinen Probe des Orchesters, ohne Sänger. Die Leitung hat der Dirigent, Generalmusikdirektor Michael Helmrath. Er trägt die Verantwortung für den musikalischen Teil der Produktion. Wir haben diese Orchesterproben, bevor wir mit den Sängern arbeiten. Das ist sehr ungewöhnlich. Normalerweise lernt man eine Oper mit den Sängern zusammen kennen, aber erst übermorgen ist die erste Konzeptionsbesprechung und dann beginnen die musikalischen Proben. Das bedeutet, dass wir jetzt in die Arbeit gehen. Das ist ein bisschen theoretisch, das heißt, die Tempi so ahnen, die Artikulation der Sänger ungefähr so ahnen, wie sie sein wird. Und den wirklichen Kontakt mit der Oper, mit dem lebendigen Geschehen auf der Bühne erst ab Montag haben werden. Nicht entfremdet irgendwie, nicht irgendwie giftig machen. Genau. Und das Ass möchte ein bisschen hoch sein. Wir haben hier eine Mezzoforte Dolce. Ja, und das Dolce fände ich wichtig. Nicht so sehr das Mezzoforte. Und wenn vom Mezzoforte, mehr das Mezzo als das Forte. Und eins. Es ist ein großer Unterschied zu der Musik, sagen wir mal, von rein spieltechnisch gesehen, zu Beethoven oder. Ja, natürlich. Es gibt bestimmte Spieltechniken, die würde man bei Beethoven sicher nicht gebrauchen. Also diese ganzen Ponticello-Sachen, die kommen, wo man dann Obertöne modulieren muss, wo man vom Griffbrett dann zum Steg hochgehen muss zum Beispiel. Oder Techniken von Spielen, Ponticello, und dann wandert man runter. Mit solchen Geräuschen, also da gibt es jede Menge in allen Variationen. Das muss man sich natürlich mal zu Gemüte führen und dann klappt das schon.
ist es ein großes Risiko, eine Uraufführung zu machen. Ein großer Hingucker fürs Feuilleton, ein Aufmerksammacher. Konzeptionsbesprechung unter der Leitung des Regisseurs Bernd Mottl. Zum ersten Mal treffen alle Beteiligten zusammen. In den kommenden Wochen werden alle ganz von der Oper eingenommen werden. Also wenn Sie Oper unter den Überbegriff Musiktheater sehen, dann ist damit schon ausgedrückt, dass es sich um Musik handelt und um Theater. Sie haben also Darsteller auf der Bühne, Schauspieler und Sänger. Und Sie haben Musiker, also möglicherweise ein Orchester, das dazu spielt. Es kommt alles zusammen, es kommt so etwas wie Musik heraus, was ja schon schwer genug ist, wenn man mit Sängern alleine und dem Orchester etwas oratorienhaft aufführt, kann es ja schon musikalische Herausforderungen geben. Aber wenn jetzt dazu noch kommt, dass die Sänger nicht nur singen, sondern auch spielen müssen, sich auf der Bühne bewegen, möglicherweise wild bewegen müssen, wenn dazu im richtigen Moment die richtige Beleuchtung gefahren werden soll, die richtigen Kulissen sich bewegen sollen und dann alles noch musikalisch zusammenbleiben soll, dann spreche ich schon von einem kleinen Wunder. Probenbeginn. Das erste gemeinsame Herantasten an die Oper. Noch können die Sänger die Noten zu Hilfe nehmen und noch gibt es keine szenischen Aktionen. Das Orchester wird vom Klavier ersetzt. Einer der wichtigsten Beteiligten ist Bernd Mottl. Der erfahrene Regisseur hat sowohl Theaterstücke als auch Opern auf die Bühne gebracht. Bei ihm liegt die Verantwortung für die szenische Verwirklichung von Kleist. Schon lange vor der Probenphase erarbeitet er die theatralische Konzeption der Inszenierung. Die Aufgaben des Regisseurs bei so einer Produktion sind vielfältig. Einmal muss ich natürlich die gesamten Teile des künstlerischen Apparats zusammenfügen. Das heißt, ich muss gucken, dass die ganzen Menschen, die beteiligt sind an so einer Aufführung, am gleichen Strang ziehen und künstlerisch in die gleiche Richtung reiten. Eine Richtung, die ich auch vorgeben muss. Und dann besteht natürlich die Hauptaufgabe bei den Proben darin, die Darsteller, die Sänger zu animieren, ihnen zu helfen, ihre Figuren glaubwürdig zu machen und gleichzeitig im Sinne der Musik darstellerisch reich werden zu lassen. Jetzt war das wieder so ein enges Bild. Ja. Und es wäre gut, wenn du jetzt noch mal stabiler. Breiter. Genau, breiter so, da drauf. Ja. Nicht so und mit dem Einsatz, elegant. Also mit dem Gedanken, so, Mann, ey, mir geht's doch super. Und ich ziehe ins Feld, wie heißt der Text? Ja, ich ziehe ins Feld und kämpf, ich lebe der Armee. Genau, ich ziehe ins Feld und kämpf wäre ziehen. Hm? Ich lebe der Armee. Ja, da lachen andere drüber, ich mache damit tierisch Kohle. Ich würd, so, je mehr ihr mit den Armen aber oben seid, ja, jetzt seid ihr drauf. Achtung, mal drauf auf den Rhythmus, dass ihr nicht zu langsam seid. Super, prima, sehr gut. Okay, prima. Erschöpfung, ja. Ich leide. Ja, ist alles und Zufälle. Und ich liege nicht so, ich liege irgendwie gekrämpft. Ja, es müsste nachher viel gekrampfter sein, richtig. Ja. Du müsstest seitlicher liegen. Ja, ich liege auf der Seite. Die szenischen Proben haben begonnen. Mit den Sängern wird nun an der theatralischen Darstellung gearbeitet. Gleichzeitig wird intensiv musikalisch geprobt. Unvorhergesehene Probleme stellen sich ein. Torbjörn Björnsson, der Sänger des Kleist, verletzt sich während der Probenarbeit. Die Produktion ist gefährdet. Ich habe mich irgendwie auf der Bühne verletzt. Ich war ein bisschen angespannt an dem Tag und nervös und aufgeregt. Und dann habe ich ganz schnell hochgeguckt und genießt. Und da irgendwas, ein Nerv irgendwie hat gesagt, tschu-tschu. Vor allem, man vermutet das ja nicht bei so einem sportlichen, jungen Geist. Also ich war auch überrascht, das trat mitten in der Probe auf. Ist gar nicht so, dass er jetzt besonders was Turnerisches gemacht hätte. Das hat wahrscheinlich eine andere Vorgeschichte. Plötzlich war jedenfalls ein Muskel, ein Nerv verklemmt. Und er fing an, immer stärker die Schulter schräg zu halten. Und da mussten wir dann was tun.
Massagen und ein Stützverband helfen dem Sänger. Die Arbeit kann weitergehen. Jetzt hätte ich gerne, dass wir ein bisschen gegen die Musik die Aktion machen. Ich hätte gerne so Vorgänge, dass wir irgendwie sowas machen. Ja? Wie vom Kreuz angezogen. Jeder könnte in einem eigenen Tempo sein. Du einmal als erstes, dann du, dann du, dann du, dann du, dann du, dann du. Probieren wir das mal. Nur mal trocken. Das wäre jetzt mit Gesang. Ja? Nur mal trocken, dass wir mal den Vorgang klären. Kai, start. Wir wären jetzt beim dritten Einsatz quasi. Erstmal nur stehen, genau. Nächster. 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 Ja? Und es wäre gut, wenn es wirklich etwas leicht Irres erzählt. Als würde man von einem Punkt angezogen werden, von einer Glaubensrichtung. Ich muss auf diesen Punkt und da gehe ich in die Knie. Ja? Jeder in seinem eigenen Tempo, ein bisschen wie vom Teufel besessen. Also ganz gegen die Musik, ja? Knie nieder. Ja, ich hätte gern so eine Energie da drunter, dass es nicht dieses Latsch, Latsch, die Heide blüht. Okay? Und go! Blick vorne. Nächster! Nächster! Während die musikalischen und szenischen Proben weitergehen, wird das Bühnenbild errichtet und immer wieder angepasst. Im Entwurf des Bühnenbildners Thomas Gabriel spielen Koffer eine besondere Rolle. Also wir haben 16 Solisten, aber es sind 24 Rollen. Und so habe ich jeder Person, also Kleist jetzt ausgesondert, seinen eigenen Koffer. Also jede Rolle, die in der Oper vorkommt, hat seinen eigenen Koffer, Gepäckstück. Der Koffer steht dafür da, für das Persönliche, das Haben, auch für die Romantik, also Kleist lebt ja in der Romantik, etwas Kleines da drin, der Besitz, was definiert, was jede Person, Käthchen von Heilbronn, Penthesilea, für sich beansprucht als Attribute. Es ist ja ein sehr strenger Aufbau. Es ist für mich eigentlich auch eine Installation, ein Aktionsraum. Es fängt mit einem Außenbild an. Es gibt einen See, wo man hineinspringt und badet. Es gibt einen Baum, auf den Kleist immer höher klettert. Und dann verwandelt sich dieses Außenbild nach dem Text in einen Innenraum, in einen imaginären Salon. Und also auf einmal fallen Tische und Stühle von der Decke. Und wir sind in einem Innenraum. Und dann kommen wir in ein Gefängnis, da wird der Raum nochmal verkleinert. Es werden so Papierbahnen geben, also das Spielfeld der offenen Bühne begrenzt. Das steht für mich als Gefängnis. Und dann, es endet im Schrottplatz, da kommen wir jetzt in der Richtung da, wo alles zusammenbricht, der Träger nicht mehr seine Ordnung behält, schräg steht und die Koffer nicht mehr so anwesend sind, sagen wir es mal so. Ohne den Einsatz moderner Bühnentechnik kann man sich keinen Theaterbetrieb mehr vorstellen. Auch bei Kleist wird die Arbeit des Bühnenbildners durch einen Videokünstler unterstützt. Also in der Produktion geht es bei mir darum, dass ich eine Hintergrundprojektion erstelle, die den Bühnenraum erweitert. Das heißt, die im Grunde Bilder darstellt, passend zur Musik, also ergänzend zur Musik und zur Handlung, die wir so im Theater im Grunde nicht darstellen können und die auch ein bisschen den geistigen Raum von Kleist symbolisiert und erweitert.
Das ist reales Wasser und kommt aus der Stralauer Bucht. Da habe ich mal einen Sonnentag abgepasst und es ist stark verfremdet, das ist eine Zeitlupe, also geht in Richtung, also es ist keine super Slow Motion, aber geht in eine starke Zeitlupenaufnahme, die blau unterlegt ist, also blau eingefärbt ist mit einer Entwicklung. Das heißt, wir haben erst einen schwachen Blauton, die sich dann immer stärker zum intensiveren Blau verfremdet. Pass mal auf, und jetzt würde ich denken, bleib mal da hängen. Irgendwie Kick und jetzt purzel mal da rein, dass du bis dahin kommst. Ich? Ja, dass du durch den Stupser da runterfällst. Ja, bis wohin? Trocken machen? Ja, meine ich jetzt. Einfach nur hier runter. Ja. Nur, dass du da überrascht wirst von einem Klops. Vom Satz wäre am liebsten. Bitte eins. Du hast mich Kannst du mir schubsen? Du musst stupsen. Dass es mir sowas ist. Ah, Arschloch. Ach so, so. Ah, du hast mich okay. verraten. Ah. Sowas könnte das sein. Wie ist die Zusammenarbeit mit dem Regisseur? Also er gibt einem immer das Gefühl, er hört einem zu, er geht auf einen ein. Er gibt einem immer das Gefühl, dass man seine Freiheit auf der Bühne hat, aber drückt einen schon ganz dezent in eine Richtung irgendwie so, aber auf eine sehr elegante und freundliche Art, ja. Vielleicht richtig so ein Kumpel. Buff. Du hast mich verraten. Nein, das tat ich nie. Weibe, läufst du hinterher. Geh hoch, bleib oben. Da würde ich hin. Du bist ein bisschen größer als er. Weibe. Okay, pass auf. Jetzt hätte ich gern Folgendes. Jetzt hätte ich gern, dass du ihn fesselst. Mit ihm spielst, dass du sagst, ah, guck mal, Junge, ah, wir waren jung. Albern, verspielt. Sowas, in so ein Bild würde ich gerne. Okay. Und dass du so, lustig, ja? Du hast mich verraten. Nein, das sag ich nie. Hinterher. Weißt du, lass sein. Wir waren jung. Hab deine Briefe verbrannt. Wir waren jung. Viel zu jung. Wir waren hier an diesem See. Mein Leben ist in Ordnung. Ist eine 106. Hm. War wahrscheinlich eine Nummer kleiner. Zeig mal. Also ich hab meinen letzten Anzug ist eine 54er und habe sie einfach vom Schneider enger machen lassen. Ja. Und dann musste ich sie auch nicht kürzen. Wie der Bühnenbildner gehört auch die Kostümbildnerin zum Regie-Team. Sie entwirft die Kostüme und überwacht die Umsetzung. Für Nicole von Grävenitz ist die Arbeit an einer Uraufführung eine besondere Herausforderung. Dadurch, dass es eine Uraufführung ist, haben wir so konkret natürlich keine Anhaltspunkte von Opern, die es schon gab, also was das Interessante für mich bei der Sache natürlich auch ist, weil der Zuschauer erstmal ins Theater kommt, ohne ein Bild im Kopf zu haben, wie die Oper sein soll. Das heißt, man kann also erstmal völlig unvoreingenommen an die Sache rangehen, sich überlegen jetzt bei dem Kleist, wir haben eine historische Figur, die real existierte, er trifft auf real existierende Figuren in dem Stück. Das muss man natürlich alles mitbedenken. Also ich kann jetzt nicht völlig frei arbeiten, sagen, ich lege die Person an, wie ich das möchte. Ich lege schon Wert darauf, dass ein Wiedererkennungseffekt da ist. Wobei ich mit historischen Formen arbeite, die aber nicht eins zu eins komplett durchhistorisiert sein werden, sondern wird eine Mischung sein. Es gibt auch eine Entwicklung von Situationen, wo man erstmal ihn in die Zeit versetzt, in der er wirklich gelebt hat, und wir nähern uns dann der Moderne. Das wird sich auch optisch widerspiegeln, auf jeden Fall in den Kostümen. Es wäre gut, wenn ihr ab da, wo ihr die Puppe aufnehmt, sie wirklich begleitet, sie nicht mehr hängen lasst. Das nimmt die Illusion, dass die lebt, vollkommen weg. Ich wenn ich fertig bin mit Singen. Das macht ja keinen Sinn auf dem letzten Singsatz. Nee, eben. Wir liefen zum See hinaus und da reicht völlig aus. Wir sprangen umher. Dann bin ich hier. Ab da ist sie lebendig. Jetzt genau. Lass sie einmal, zweimal hüpfen. Und jetzt guckst du, genau, das ist die nächste Position der und die ist die. Genau. Und jetzt würde ich nur noch mit der Hand spielen. Mehr ist nichts weiter zu tun. Wir liefen zum See hinab. Wir sprangen umher.
Wir werfen Steine in das Wasser. In jeder Theaterproduktion ist die Ausleuchtung der Bühne ein wichtiges, oft unterschätztes Element mit starker Wirkung. Ein Spezialist sorgt für das passende Licht im richtigen Moment. Also ein Beleuchtungsmeister arbeitet ganz eng mit dem Bühnenbildner und dem Regisseur zusammen, wird im Vorfeld schon mit dem Bühnenbildner sich ausdenken, wie kann man das Bühnenbild effektvoll umsetzen, wie kann man aus dem, jetzt sieht man ja dieses Gitterraster im Hintergrund, wie kann man aus diesem Gitterraster einen See zaubern oder einen Salon oder dieses Gefängnis, wie kann ich aus dem Ganzen effektvoll das herstellen, was eigentlich auf der Bühne zu sehen sein soll. Ja, also gerade in diesem, das Bühnenbild ist ja prädestiniert dafür, dass dieses ganze Gitterraster ist ja ein abstrakter Raum. Und aus dem abstrakten Raum müssen natürlich reale Räume geschaffen werden, um den Bezug aufs Theater zu finden. Mit den Bühnenorchesterproben beginnt die Endphase der Vorbereitung. Was bisher in getrennten musikalischen und szenischen Proben erarbeitet wurde, muss nun zusammen umgesetzt werden. Bislang wurden die Sänger vom Klavier begleitet. Nun treffen sie zum ersten Mal auf das volle Orchester. Sie müssen sich in einen ganz neuen Klang hineinfinden. Das Klavier ist ein Instrument, das eine solche Musik überhaupt nicht substituieren kann. Nicht nur wegen der ganzen Schlagzeugeffekte oder wegen der vielen Lufteffekte, der ganze Klang ist vollkommen anders. Deswegen haben wir versucht, den ersten und zweiten Akt mal aufzunehmen, aber das ist natürlich auch nur ein Hilfsmittel. Also man hat die Klavierproben und dann kommt die erste Probe mit Orchester und alles ist wieder anders. Aber erfreulicherweise, es ändert sich zum Guten, denn der Klang ist interessant, er ist farbig und es ist nicht schwieriger mit Orchester, es ist nur anders. Das ist das Problem, was bei jeder Oper der Fall ist. Man arbeitet etwas musikalisch, man arbeitet etwas szenisch, dann fügt man es zusammen, dann hat man auf der Szene die Musik vergessen und man hat dann in der Musik die Szene vergessen. Also man muss es korrelieren und da stellt sich dann heraus, wie vielseitig unser Gehirn sein kann. So, jetzt 6 Ida mit einem Viertelauftakt von unserer Solistin. Und wir haben bitte Ruhe auf der Bühne, hinter der Bühne, über der Bühne, unter der Bühne, überall. Aha, okay. Da wollte ich noch eins sagen. Jetzt war es okay. Ich finde, manchmal unterteilt ihr das durch den Atem zu viel. Also manchmal, dann denke ich, das Tempo vielleicht zu langsam oder so. Weil manchmal ist es, wir sind zwei dunkle Sterne, da ist der Satz zerrissen. Was ist euch jetzt lieber? Wollen wir es eine Spur flüssiger machen? Machen wir noch einmal. Auftakt zu 6i. Das gefällt mir sehr gut so. Der Sänger sitzt zwischen zwei verschiedenen Polen, bipolar Situation. Dass der Dirigent will, dass man möglichst irgendwie alles durchzählt, durchlernt. Und der Regisseur will, dass man reagiert auf der Bühne, dass man wirklich spielt, innerlich das spürt, mithört.
Generalprobe. Zwei Hauptproben sind vorangegangen, bereits in voller Maske und Kostüm. Aber hier konnte man, falls nötig, noch unterbrechen. Jetzt aber soll alles genauso ablaufen wie bei der Aufführung. Eine gute Stunde vor Beginn finden sich die Sänger in der Maske ein. Schminken ist für alle Theaterproduktionen ein Muss. Ich schminke die Darsteller, weil auf der Bühne würden ohne Schminke die Sänger und Schauspieler würden aussehen wie Wasserleichen. Wir haben sehr viel Blaulicht auf der Bühne und das durchdringt und macht das unreell. Wir haben dadurch hier solche Schminktöpfe und das ist eine Grundierung. Und die tragen wir auf und dadurch wird das Blaulicht gefiltert und die Darsteller sehen einfach besser aus. Ich finde, dass wir viel erreicht haben. Mit der Zufriedenheit ist so eine Sache, weil es gibt ja immer noch etwas, was man findet, das besser sein kann. Und man ist ja nie angekommen, egal was man macht, ob das nun Kleist von Robert ist oder ob das Falstaff von Verdi oder die Zauberflöte von Mozart ist. Angekommen ist man ja nie, man lebt mit so einem Stück. Leider lebt man mit so einem Stück nicht so lange wie mit der Zauberflöte, weil es so viele Vorstellungen nicht geben wird. Aber es ist immer ein Prozess, es ist alles immer in Bewegung und das Leben findet in dem Stück und mit dem Stück statt. Ich denke nach wie vor, er hat sich nicht verbinden können mit einem Menschen. Er war so individuell und auch so verkopft, muss ich sagen. Sich so auf sich zu versteifen, dass eigentlich niemand mehr an ihn rangekommen ist.